Oh Gott, was ist denn da los? Jetzt geht's rund, erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Es ist Montagmittag und die dritten Titten freuen sich auf einen entspannten Tag im Spieleparadies Pelotero. Hausaufgaben haben sie heute keine auf, denn sie waren nicht in der Schule. Sag mal, Dizzy, gehst du Mittwoch Schule? Bist du behindert? Deine Mutter geht. Ich meine nur, Mittwoch kommen die neuen Erstklässler, die haben immer die besten Pausenbrote, verstehst du? Was machen die überhaupt im Kinderspielland? Und Erstklässler haben ihre Pausenbrote immer in richtigen Tupperdosen. Ja, voll die arroganten Kinder mit ihrer Tupperware. Glauben sie, werden was Besseres, verstehst du? Alufolie geht doch auch. Du sagst es, Bitch, ey, du sagst es. Stimmt eigentlich, jetzt würde ich sagen, ich hatte vorher auch immer so eine Dose und dann später nur Alufolie drum und das war's. Dizzy, weißt du, du bist mit Abstand meine beste Freundin, verstehst du? Gut, das ist auch weniger mit transportieren in deinen Rucksack, weil die Alufolie kannst du wegwerfen. Ja, Mann. Wer dich fickt, den fick ich auch, verstehst du? Versteh ich, Mann. Verstehst du? Ja, Mann. Ja, das wird auch eine interessante Beziehung dann im Leben. Das geht ab, ihr dreckigen Bitches! Sie ist so geil, sie ist so hart, sie ist so geil. Ja, auf jeden Fall. Tja, Mädels, das müsst ihr mir erstmal nachmachen, Alter. Tja, würde ich gerne, aber ich bin wieder schwanger, ey. Was? Du warst doch erst letzten Monat schwanger. Ja, das ist ja... Hä? Wie? Da ist sie ja noch schwanger und nicht wie... Oder, ach, die lässt sie abtreiben und dann lässt sie sich wieder schwängern und dann... Jeden Monat dann? Geht das? Das erste Kind ist nichts geworden, aber jetzt bin ich halt wieder schwanger. Wie nice ist das denn? Das Beste ist, du musst dann nicht mehr zur Schule. Sing a song. Hä? Wer sagt denn sowas, Alter? Free! Desiree ist schwanger! Ja, sie ist schwanger! Zu viel gepoppt! Mit Marco Stock! Bist du sicher, dass Marco Stock... Okay. Sehr... seltsam, wie der Vater ist? Sieben verschiedene Typen könnte es dieses Mal sein. Wie geil! Siebenmal Kindergeld kannst du auf K1 kommen. Ja, vor allem siebenmal Kindergeld, Alter. Wenn da sieben Kinder rauskommen, dann... Boah, das wird dann auch ein interessantes Leben, Alter. Pferd gehen. Entschuldigung, kann das sein, dass ihr die ganzen Hüpfburgen kaputt gemacht habt? Und also einige Gäste fühlen sich von euch gestört, weil ihr so laut seid. Könntet ihr vielleicht ein bisschen ruhiger sein? Ja, natürlich, gar kein Problem. Wir achten auf unsere Mitmenschen, oder Mädels? So ein richtiger Filmfreak, Alter. Wer hört noch auf den? Natürlich. Das ist sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Schönen Tag noch, ja? Oh Gott, was ist denn da los, Alter? Ich scheiß mich ein. Also das war sehr provokativ. Propo was? Wenn ihr regelmäßig in die Schule gehen würdet, wüsstet ihr, was das heißt. Das ist jetzt nicht wirklich Bier, oder? Nein, das ist gelbe Brause. Wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, ruft ihr die Polizei. Ruft doch die Polizei. Ja, die soll uns nach Hause fahren, es regnet gerade draußen. Oh, naja gut, das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, hier mitzukommen, das stimmt. Wisst ihr, Mädels, wir waren heute noch gar nicht... Kostenloses Taxi, was willst du mehr? Cool, wir haben noch keine kleinen Kinder beleidigt. Stimmt, Mann. Da hinten ist eins. Ey, kleines Mädchen! Ja? Es auf jeden Fall sehr klein. Weihnachtsmann! Oh. Voll krank, Alter! Hallo, ich bin Pelotero und ich wünsche euch einen pelotastischen Tag. Was soll das? Ist der etwa nett zu uns? Hör auf, so nett zu sein! Na, wie sind denn überhaupt eure Namen? Wir sind die dritten Titten, schon 100 Typen geritten. Du glaubst wohl, du bist stark? Wir prügeln dich in den Sarg. Na, dann geh ich mal lieber, was? Oh, Alter. Scheiße, was? Wie soll man die ernst nehmen, wenn du dir auf der Straße begegnest, die so ankommen, Alter? Voll nett zu uns. Wir sollten uns bei ihm entschuldigen. Vielleicht ist uns ja doch irgendwas Freundliches und Liebevolles. Gibt das wirklich kein Weihnachtsmann? Nein, und Osterhasen auch nicht. Oh. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's schon, Alter, scheiße. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert die Sinne, verabschiede mich und bin damit raus.